Live aus Köln. Der Presseclub mit Sabine Scholz. Herzlich willkommen zum Presseclub an diesem Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Montag haben wir es schwarz auf weiß. Was Forscher in aller Welt seit Jahrzehnten vorhersagen, passiert nun tatsächlich. Wenn nicht sofort gehandelt wird, wird die Erde schon in den nächsten 10 Jahren um 1,5 Grad wärmer als vor der Industrialisierung und reißt damit die Zielmarke, die nach dem Pariser Klimaabkommen ein ganzes Jahrhundert halten sollte, deutlich vor der Zeit. So steht es im jüngsten Bericht des Weltklimarates, der vor dramatischen Folgen warnt. Wetterextreme wie Hitze, Stürme und Starkregen werden zunehmen und in den nächsten Jahrzehnten sogar noch schlimmer werden. Unwetter in der Türkei, Feuer in Griechenland und Brände in Südeuropa. Der Mensch hat das Klima aufgeheizt und das hat Konsequenzen, so der Bericht des Weltklimarats. Seit über 3 Jahrzehnten wird vor den Gefahren und der Erderwärmung gewarnt. Die Welt nahm es wahr, handelte aber nicht genug. Und als Ergebnis ist der Klimawandel jetzt da. Niemand ist sicher und es wird immer schneller, immer schlimmer. Wenn nicht alle Länder der Welt jetzt ihre Emissionen reduzieren, sei das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen. Wir sehen ganz deutlich, dass zum Beispiel Hitzewellen überall auf der Welt deutlich wahrscheinlicher und intensiver geworden sind. Manche Veränderungen seien nicht mehr rückgängig zu machen, etwa der Anstieg des Meeresspiegels. Eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,7 bis 1,8 Grad sei theoretisch noch möglich. Dazu müsste allerdings die ganze Weltgemeinschaft in Klimaschutz investieren. Europa, USA und vor allem China. Schafft die Menschheit diesen Kraftakt? Gelingt es uns noch gegenzusteuern? Und sind ehrgeizige Klimaziele der große Wurf oder längst Illusion? Das ist unser Thema heute und das sind meine Gäste. Herzlich willkommen, Axel Bojanowski. Er ist Chefreporter Wissenschaft bei der Welt. Ich begrüße Petra Pinzler. Sie ist Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion für die Zeit. Herzlich willkommen auch Bernhard Pötter. Er ist Redakteur für Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ, die Tageszeitung. Und ich begrüße Alina Schadwinkel. Sie ist Redaktionsleiterin online von Spektrum der Wissenschaft. Und auch Sie können wie immer dabei sein. Wir streamen die Sendung live und sind auch in den sozialen Medien präsent. Freuen uns auch da auf Ihre Meinung und Ihre Fragen. Herr Bojanowski, der Bericht des Weltklimarats füllt 4000 Seiten. Mehr als 230 Autoren haben daran gearbeitet. Aus 65 Ländern kamen die. Und sie haben mehr als 14.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen gesichtet. Als Sie die Zusammenfassung dieser aktuellen Zustandsbeschreibung gelesen haben, was hat Sie am meisten beunruhigt? Am meisten beunruhigt mich der Meeresspiegelanstieg, den der IPCC dokumentiert. Es gibt Hinweise darauf, dass der Anstieg also jahrhundertelang weitergehen könnte. Ich finde, das ist eigentlich die gruseligste Prognose quasi, eine plausible Annahme. Aber es passiert nicht von heute auf morgen. Es dauert Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber etwas, worauf man sich wohl einstellen muss. Mhm. Frau Pinzler, wie haben Sie den Bericht gelesen? Was hat Sie bestürzt, was hat Sie beeindruckt? Also mich hat nochmal sehr bestürzt der historische Blick auf das Ganze. Ich habe mir den Satz nochmal rausgeschrieben, der steht gleich am Anfang. Da steht, the scale of the recent changes across the climate system as a whole are unprecedented over many centuries to many thousand years. Das heißt, übersetzen, genau. Ja, ja, klar. Also übersetzt heißt das, dass dieser schnelle Wandel, den wir jetzt haben, es gibt nichts Vergleichbares in den letzten tausenden von Jahren. Das fassen die Wissenschaftler immer unter dem Begriff Anthropozän zusammen. Das heißt, wir sind in einer Epoche der Erdgeschichte, in der die Menschheit die Erde massiv verändert. Und dass das so schnell geht, das wissen wir, aber das nochmal so schwarz auf weiß zu lesen, das finde ich schockierend. Mhm. Herr Pötter, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, es herrsche Alarmstufe Rot. Boris Johnson beschreibt den Bericht als Weckruf für die Welt. Und die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt, der Planet schwebe in Lebensgefahr. Wie würden Sie es formulieren? Was ist für Sie die zentrale Botschaft? Also ich muss gestehen, mir ging es so, ich war ein bisschen gelangweilt, als ich das gelesen habe. Denn wir haben das alles schon so häufig gelesen, was da drin steht. Es sind ein paar neue Erkenntnisse, es sind bessere Daten, es sind Sachen, aber es ist ja nichts, wo wir sagen, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Also ich muss gestehen, zu meiner Schande, dass ich bei manchen Sachen dachte, okay. Es gibt ein paar Sachen, die einem das Gruseln beibringen, das ist völlig richtig, also der Meeresspiegelanstieg. Aber auch zum Beispiel, dass zum ersten Mal nicht ausgeschlossen wird, dass sozusagen große Ereignisse, Golfstrom, Antarktis abtauen, dass sie explizit sagen, wir können es nicht mehr ausschließen, solche Sachen.
Und was ich, also was mich beeindruckt hat, war die Koinzidenz mit dem, was wir jetzt gerade in Europa und in der Welt sehen, was passiert ist. Die Hitzerekorde am Mittelmeer, die Brände, das heißt genau das ist, was vorhergesagt wird. Und du siehst praktisch live und in Farbe jedenfalls einen Teil dessen, was die Zukunft ist oder schon die Gegenwart. Das fand ich am beeindruckendsten. Frau Stadtwinkel, der Klimawandel ist menschengemacht. Die Erde heizt sich auf, Wetterextreme nehmen zu, so weit, so bekannt. Herr Pötter hat gerade gesagt, er hat sich ein bisschen gelangweilt, als er das alles gelesen hat. War für Sie was wirklich Überraschendes in dem Bericht? Überraschend war für mich insofern dann doch noch mal die Dringlichkeit, in der formuliert worden ist, eben in dem ganz klar formuliert wurde, es ist unbestreitbar, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und das zeigen nämlich alle Szenarien in dem Report, es erstmal schlimmer wird, bevor es besser werden kann. Und dass es nur dann besser werden kann, wenn wir jetzt sofort handeln. Und das ist gemessen an der Zahl der Autorinnen und Autoren, die mitgewirkt haben. Und wenn man sich dann noch überlegen muss, das Ganze fußt nicht nur auf wissenschaftlichen Belegen und Studien und Zahlen und Daten, die zusammengetragen worden sind in Masse, sondern es geht auch darum, dass man hier einen Konsens finden muss, wenn man solch einen Report veröffentlicht, finde ich das noch mal beeindruckender, dass es da in dieser Klarheit formuliert drinsteht. Das stimmt, viele dieser Erkenntnisse, die dort niedergeschrieben sind, sind nicht neu, aber sie sind halt noch mal stärker belegt. Es gibt noch weniger Unwahrscheinlichkeiten, noch weniger Unsicherheiten. Und wir sehen einfach ganz klar in allen Szenarien, es wird wärmer, es wird extremer. Und wir müssen was tun. Lassen Sie uns alle und die Zuschauer noch ein bisschen besser verstehen, was drinsteht in diesem Bericht des Weltklimarats. Der zeigt ja verschiedene Szenarien auf, die die Folgen der Erderwärmung beschreiben. Und vielleicht können wir mal gemeinsam skizzieren, was da steht, wo wir gerade stehen und welche Auswirkungen der weitere Temperaturanstieg haben wird. Was passiert, Herr Bojanowski, bei 1,5 Grad? Das weiß keiner. Also das steht auch nicht in dem Bericht drin. Das ist das Problem an der Klimawissenschaft. Es gibt eben große Unsicherheiten und man kann nicht sagen, zu dem Zeitpunkt wird dort das passieren. Deswegen auch der Umgang mit Risiken. Ne? Also man kann sagen, wenn sich die Temperatur erhöht, dann erhöhen sich bestimmte Risiken. Und die Unsicherheiten bleiben aber. Und das ist das Problem in der Klimaforschung. Große Risiken, große Unsicherheiten. Die Unsicherheiten sind nicht unbedingt, dienen nicht der Beruhigung, sondern sie sind auch ein Problem. Sie sind eigentlich auch ein Risiko. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was der Mensch eigentlich angeschoben hat, das alleine ist ja schon eigentlich gruselig genug. Frau Binzler, wie würden Sie es beschreiben? Was kommt bei 1,5 Grad auf uns zu? Ich würde mich nicht an den 1,5 Grad festmachen. Wir wissen, jetzt sind wir bei etwa wahrscheinlich 1,3 und wir sehen ja, was jetzt schon passiert. Wir haben die Berichte eben gesehen, Sie haben sie gezeigt. Wir kriegen jeden Tag eigentlich gesagt, was das neue Normal ist. Und das neue Normal ist eben, dass sowas passiert wie an der Ahr, dass es in Texas zu kalt ist, in Kalifornien brennt. Also ich würde mich nicht so festmachen an diesen 1,5 und dann wird alles schrecklich, sondern es ist ja jetzt schon wirklich nicht gut. Und die Vorstellung, dass das ist, was wir jetzt jedes Jahr im Sommer immer wieder erleben, das finde ich, ist das eigentlich Erschreckende. Und der Bericht, der belegt das nur mit ganz vielen Daten. Und natürlich wird man nicht sagen können, nächstes Jahr wissen wir, wie die Temperatur in Kalifornien ist. Aber wir wissen, dass es wärmer wird und dass damit solche Extremwetterlagen massiv zunehmen werden. Herr Pötter, möchten Sie ergänzen? Haben Sie noch Szenarien? Man muss ja sagen, es ist ja erst der erste Teil von dreien, die kommen. Und das war jetzt erst sozusagen, das waren die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also die Frage, was passiert mit der Natur, mit den Menschen und was können wir dagegen tun, kommt ja kommt im nächsten Jahr in Teil 2 und Teil 3 des Berichts. Also genau diese Fragen. Aber auch da, wir werden da keine großen Überraschungen erleben, was passiert. Es gab ja vor 3 Jahren, 2018, einen eigenen Bericht des Weltklimarats zum Thema 1,5 Grad und 2 Grad. Wie ist der Unterschied? Und da ist schon relativ genau skizziert worden, was passiert bei 1,5, was passiert bei 2 und wo ist der Unterschied? Und man muss schon sagen, auch eine 1,5 Grad Welt ist eine Welt, die wir so noch nicht kennen. Also mit massivem Absterben von Korallen, mit Meeresspiegelanstieg, mit Zunahme von Hitze, von Dürre in weiten Teilen der Welt, mit veränderten Vegetationszonen, mit veränderten Bedingungen für Lebewesen, für Menschen und für Tiere, und zwar massiv eingeschränkte. Also eine Welt, in der man eigentlich nicht gerne leben will, wenn man sieht, wie wir die letzten 10.000 Jahre als Menschheit gelebt haben. Aber auf diese Welt ist jetzt praktisch eingebucht und auf die müssen wir uns einstellen. Also das werden auch diese anderen Berichte sagen, mit ein bisschen mehr Detailkenntnis, mit ein bisschen mehr oder mit ein bisschen sehr viel mehr Datengrundlage. Aber das wird kommen, das wissen wir.
Frau Schardt-Wenkel, sehr beunruhigend in dem Bericht ist ja auch die Diskussion um sogenannte Kipppunkte. Das sind unumkehrbare, nicht mehr rückgängig zu machende Klimaveränderungen, wie zum Beispiel das Abschmelzen der Eisplatte in Grönland, das Sterben des Regenwaldes, das Auftauen der Permafrostböden. Was sagt der Bericht zu solchen Kipppunkten? Sind die schon da oder müssen wir die in Kürze erwarten? In dem Bericht steht ganz klar, dass es noch zu wenig Belege gibt, um klar zu sagen, wie bedeutsam diese Ereignisse dann tatsächlich sind oder wann sie ungefähr eintreten könnten. Es wird aber, das hat der Herr Pötter gerade schon gesagt, es ist klar formuliert, wir müssen das im Blick behalten. Und das ist etwas, was wir nicht mehr ausschließen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Unumstößliches in Gang gesetzt wird, ist einfach sehr, sehr groß. Und wenn das denn dann passiert, wird das auch noch mal andere, krassere Folgen haben als das, was wir jetzt gerade sehen, weil das sehr komplexe Prozesse sind, in die sich noch schwieriger eingreifen lässt, als in die, die wir jetzt schon zu bewältigen haben. Wie verlässlich sind diese Modellrichtungen? Wie valide sind die Aussagen? Wie robust die Prognosen? Das gibt der IPCC, also der Klimarat, ja sehr gut an. Also diese Vorhersagen oder Szenarien sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Man kann aber eben sagen, plausible Annahmen treffen. Also Meeresspiegelanstieg durch Erwärmung ist sicher. Dann im Starkregen wird sich verstärken. Weltweit sieht man auch schon, der Klimarat sagt, mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit gibt es global schon eine Zunahme von Starkregen. Gletscherschmelze, solche Sachen sind einfach klar zu sehen. Und aber an einem Ort beispielsweise, wie sich das Klima jetzt an einem Ort ändern wird, das kann man nicht vorhersagen. Und aber es reicht ja auch zu wissen, dass es bestimmte Risiken gibt. Und das ist ja quasi dann auch ein Alarmsignal schon an sich. Ich vergleiche das manchmal mit der Art und Weise, wie wir 20 Jahre lang über das Rauchen geredet und geforscht haben. Und man kann auch heute noch nicht sagen, dass ein Raucher an der Raucherlunge gestorben ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wenn er 40 Zigaretten am Tag raucht, dass er an der Raucherlunge sterben wird. Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer als bei denen, die nicht rauchen. Und deswegen ist es gesünder, nicht zu rauchen. Und ich glaube, ein bisschen müssen wir in der Klimaforschung auch, Herr Bojanowski hat in dem Fall recht, damit umgehen, dass wir Unsicherheiten haben. Prognosen sind immer unsicher, aber wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und bestimmte Dinge, bei denen wollen wir einfach nicht, dass sie eintreten. Und deswegen ist, wie Herr Pötter richtig sagt, so wichtig, dass wir jetzt was tun, weil wir es einfach nicht drauf ankommen lassen sollten. Und wir sehen ja auch tatsächlich, dass die Modelle immer genauer werden, also diese Vorhersagen. Wenn man dann hinterher abgleicht, also wir haben vor 10 Jahren vorhergesagt, es gibt x-mal mehr Hitzeereignisse und man guckt dann im Hier und Jetzt, ist das tatsächlich eingetreten, hatte das Modell recht. Bei diesen Abgleichungen fällt auf, man hat immer öfter recht. Das heißt also, wir sammeln so viele Daten und die Prognosen und die Formeln, mit denen gearbeitet wird, die Computer, die man nutzt, werden immer besser und damit auch eben diese Vorhersagen genauer. Was nicht heißt, dass es keine Ungenauigkeiten oder Unsicherheiten mehr gibt, das ist richtig, aber dieser Korridor wird halt schmaler. Und wie gesagt, wenn alles in dieselbe Richtung zeigt, dann ist halt deutlich, da muss jetzt was geschehen. Aber da geht es eben vor allem um die Temperatur, ne? Also diese Szenarien, die Temperatur hat sich als relativ valide erwiesen. Das ist ja auch das Trivialste quasi, ne? Also dass Hitzewellen zunehmen wegen Erwärmung. Aber alles, was sonst das Klima ausmacht, Niederschläge, lassen sich ganz schlecht modellieren bislang. Das ist schwierig, auch unzuverlässig. Und Niederschläge sind ja ganz, ganz zentrales Klima, ganz zentraler Klimafaktor. Also machen ja quasi das Klima wesentlich aus, weil es die Lebensbedingungen bestimmt. Das macht auch das wieder. Man weiß nicht, wie die Niederschläge sich an bestimmten Orten entwickeln. Aber das ist auch wiederum keine Beruhigung. Also nur man muss es dann auch, man muss eben sagen, ne? Also man kann nicht sagen, wie sich Niederschläge an einem Ort entwickeln werden. Es gibt plausible Annahmen, beispielsweise in Mittelmeerregionen, dass es da trockener wird. Das ist plausibel, auch aufgrund physikalischer Annahmen, Grundannahmen. Das heißt, die Mittelmeerregion muss sich auf mehr Dürre einstellen, auch laut IPCC. Aber andere Regionen, da sind Prognosen nicht so einfach. Ne? Okay, also ich finde, lassen Sie uns doch mal noch einen Moment bei der Temperatur bleiben. 1,5 Grad, das Limit, dieses Klimaziel, das ist das, worauf sich die Weltgemeinschaft in Paris verständigt hat. Ich möchte gleich mit Ihnen darüber reden in der nächsten Runde, was wir tun können, um die Erderwärmung aufzuhalten, um diese Temperatursteigerung zu mildern. Aber davor tatsächlich noch mal die Frage an Sie alle. Wie realistisch ist dieses Ziel überhaupt noch, 1,5 Grad? Ist das noch zu erreichen oder ist das schon blanke Illusion? Die Frage wirklich einmal an alle, an jeden von Ihnen.
Also ich halte es für eine Illusion. Also ich glaube, 1,5 Grad wird auf jeden Fall gerissen und ich glaube auch, die 2 Grad werden überschritten. Ich finde, der IPCC hat das sehr gut dargestellt. Ich glaube, die wahrscheinlichste, also die wahrscheinlichste Temperaturerhöhung beim weiter so wie bisher Szenario sind so noch weitere 2 Grad von jetzt an. Also 1 bis 2 Grad Erwärmung von jetzt an, das ist sehr plausibel laut UN-Klimarat und auch anderen Modellen. Frau Pinsler, 1,5 Grad, können wir das schon vergessen? Ich fürchte ja, und ich glaube gleichzeitig, dass das nicht die relevante politische Debatte sein sollte. Denn was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass jedes Zehntel Grad zählt. Eine 1,4 Grad Welt ist problematischer als eine 1,5 Grad Welt. Und auch wenn wir 1,5 überschreiten, ist eine 1,6 Grad Welt immer noch besser als eine 1,7 Grad Welt. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir über 1,5 gehen, dass dann alles untergeht. Und es ist auch nicht so, dass vorher alles besser ist. Und deswegen glaube ich, ist diese Fixierung, die ist politisch wichtig auf dieses Ziel, aber wir müssten eigentlich viel mehr darüber diskutieren, was wir tun können, statt erreichen wir das jetzt, erreichen wir es nicht, wie kriegen wir es hin. Wichtig ist, was wir tun können. Und ich hoffe, dass wir darüber dann auch gleich reden. Das machen wir gleich anschließend. Ich würde es aber wirklich noch von Ihnen allen Vieren wissen, Frau Schadwinkel, das 1,5 Grad Klimaziel. Eingestehen, dass wir es verfehlen werden? Ja, ich kann mich da den Vorrednern und der Vorrednerin nur anschließen. Wir sind einfach schon zu weit. Wir sind bei 1,1, 1,3 globale die globale Erwärmung. Und es ist einfach so, dass das aber nicht entmutigen sollte. Also wir sollten da nicht sagen, okay, wenn wir jetzt die 1,5 Grad reißen, im Zusammenhang das Wort Ziel ist ja auch irgendwie komisch. Ja? Also ich freue mich, wenn wir das Ziel verfehlen, und zwar in dem Sinne, dass wir es unterschreiten. Das wäre ganz hervorragend. Das wäre eine deutlich entspanntere Welt, in der wir dann leben würden. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Es ist rechnerisch möglich und die Rechnung ist auch absolut valide, aber sie arbeitet halt zum Beispiel mit negativen Emissionen. Das macht es eben sehr unwahrscheinlich. Und dann kommt es auf jedes Zehntel Grad an. Ich fand die Formulierung sehr schön. Mhm. Und umso wichtiger ist es, wir haben diese Vereinbarung getroffen in einer historischen Konferenz. Mhm. Es gibt eine Einigung darauf und die sollte man auch bitte versuchen einzuhalten mit allen Maßnahmen, die dort eben gesprochen werden. Ja, Herr Pötter, zur Vollständigkeit natürlich auch Sie. Müssen wir uns ehrlich machen und verabschieden vom 1,5-Grad-Ziel? Ich finde das schwierig. Also der Bericht hat ja auch die Balance zwischen sozusagen, was ist schon eingepreist? Also was haben wir schon, wie viel Erwärmung haben wir schon? Und er sagt, es wird weitergehen, selbst wenn morgen der Hammer fiele und gar keine Emissionen mehr sind, dann hätten wir noch 20 Jahre immer noch steigende Temperaturen. Also einerseits. Und andererseits sagt er aber auch, wir müssen sehr viel und jetzt sehr rigide was machen, damit wir das noch irgendwie erreichen. Und wie gesagt, da kommen dann ja die nächsten Berichte. Wenn man sich mal überlegt, was das bedeuten würde, es gibt ja diese Studien, was man machen müsste, um das zu erreichen. Das hieße, wir müssten die globalen Emissionen in den nächsten 10 Jahren halbieren. Also bisher haben wir bis auf geringe sozusagen Niveaus eigentlich immer eine Steigerung gehabt in den letzten 150 Jahren. Dieser Trend müsste sich massiv umkehren. Der müsste sich halbieren und jedes weitere Jahrzehnt wieder halbieren. Ist das realistisch? Wenn man heute guckt, nein. Wenn man darauf guckt, was gemacht werden muss und was sozusagen ansteht, auch in den internationalen Verhandlungen, kann man sagen, zumindest ein Absenken der Kurve ist realistisch. Wie weit die Kurve absinkt, ist dann die Frage. Und ich würde da die Frage ist, sagt man jetzt hier aus dem trockenen Studiosessel, ja, wir können das vergessen. Das heißt, in ganz vielen Ländern der Welt, wenn man mit kleinen Inselstaaten redet, die sagen, das heißt, wir sind weg. Wir sind untergegangen. Okay. Also ich verstehe jetzt, um das einmal noch so diese Runde auch zu schließen, ich verstehe dreimal am Tisch die Meinung, lasst uns lieber von dem 1,5 Grad Klimaziel abrücken. Nein, nicht so in der Radikalität. Es ist nicht so relevant. Okay. Es ist wichtig, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren. Aber diese Fokussierung auf dieses 1,5 Grad-Ziel, die ist so dumm. Okay, gut. Dann fokussieren wir da nicht weiter. Danke für diese Runde, für Ihre Antworten an dieser Stelle. Und dann schauen wir jetzt tatsächlich auf die Möglichkeiten, auf das, was jetzt machbar ist. Das ist ja zu Recht das, was Sie diskutieren wollen. Also was sind die Möglichkeiten? Was müsste jetzt tatsächlich dringend passieren? Was wäre ein wirklich erfolgversprechendes Sofortprogramm für das Klima? Wer möchte beginnen? Also vielleicht kann ich anfangen. Also wir haben ja wieder die Konferenz in Glasgow vor der Brust im November. Da werden jetzt die Klimakonferenz in Glasgow, genau, die 26. diesmal. Und wer da öfter war, wie hier alle am Tisch, glaube ich, der hat auch, der kennt eine Phrase, die da schon seit 26 Jahren benutzt wird, nämlich the time to act is now. Also wir müssen jetzt handeln. Das hat man aber in den letzten 26 Jahren nur sehr eingeschränkt gesehen. Ich glaube, was auf der Konferenz passieren kann, ist, dass es ein politisches
Mandat gibt, deutlich mehr zu machen. Und ich glaube, was zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte wäre, wenn man anfangen würde, weltweite Abrüstungsverhandlungen zum Thema Kohlenstoff zu führen. Also wenn man tatsächlich ernsthaft verhandeln würde, so wie früher bei der Atomrüstung, zu sagen, gut, wer hat welche Arsenale, wem gestehen wir noch was zu? Das ist ja letztlich der ganze Prozess. Wie viel darf ein Entwicklungs- oder ein Schwellenland noch, wie viel müssen Industrieländer bezahlen? Also der ganze Prozess ist ja letztlich so ein Balanceakt. Und ich könnte mir vorstellen oder würde mir hoffen, dass in Glasgow sowas angeschoben wird, eine ernsthafte Verhandlung weltweit. Es gibt auch schon sozusagen Anzeichen dafür, dass es sowas gibt. Aber tatsächlich darüber zu reden, wie groß ist unser Budget, was wir noch dürfen, wer kriegt davon wie viel und wie setzen wir das um? Das wäre die grobe Richtung. So. Mhm. Wir haben hier eine interessante Frage zu der Frage, was können wir jetzt machen, was müsste jetzt passieren? Mihai Alvera fragt auf Twitter, warum wird Pro-Kopf-Rationierung nicht bei CO2-Budgets erwogen? Wäre fair für Milliardäre wie für Niedriglöhner? Ist das ein Vorschlag, mit dem wir was anfangen können, Frau Pinsker? Der ist unglaublich klug, der ist nur politisch wahrscheinlich nicht durchzusetzen. Denn wenn wir das Budget, das ist ja eigentlich eine relativ einfache Rechnung, die Physiker können ausrechnen, wie viel CO2 darf noch emittiert werden, um eine bestimmte Zielmarke nicht zu überschreiten. Wenn wir das ernst nehmen mit dem 1,5, möglicherweise sogar 2 Grad Ziel, dann sind wir bei 2 Tonnen pro Kopf. Ich habe mal versucht, mit meiner Familie den Pro-Kopf-Ausstoß zu reduzieren. Wir sind auf 7 Tonnen runter von 11 und haben schon vieles nicht mehr gemacht. Und 2 Tonnen ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich sehe nicht die deutsche Politik, nicht mal wenn die Grünen über 50% liegen würden, die das tut. Und trotzdem ist es natürlich als gedankliches Experiment richtig und valide. Denn wenn wir von Klimagerechtigkeit reden und sagen, jeder Mensch sollte das gleiche Recht auf dieser Welt haben, CO2 zu emittieren, dann wäre eigentlich das, was wir tun müssten. Und deswegen ist vielleicht noch ein Satz dazu, auch dieses Argument, dass Deutschland ja gar nicht so viel emittiert und nur 2% der globalen Emissionen zu verantworten hat, natürlich völliger Blödsinn. Wenn wir das auf pro Kopf runterrechnen, dann sind wir ziemlich weit oben. Mhm. Frau Schadwinkel, was würde das denn bedeuten, ganz praktisch für unseren Wohlstand? Würde das jetzt vor allen Dingen Verzicht und Konsumreduzierung meinen, zwangsläufig, zwingend? Jeder und jede Einzelne kann etwas tun und das bedeutet tatsächlich Verzicht. Die klassischen Sachen, die wir schon sehr häufig gehört haben, weniger bis kein Fleisch essen, auf Reisen, Flugreisen verzichten, überlegen, lege ich mein Geld grün an, welchen Stromanbieter habe ich, fördert der erneuerbare Technologien, den Ausbau von Windparks und so weiter und so fort. Gleichzeitig, wenn man das dann alles aufrechnet, kommt ein guter Teil zusammen, wenn es jetzt mal alle machen und jeder würde versuchen, klimaneutral zu leben. Krasser Verzicht, relativ gutes Ergebnis, aber es geht einfach auch um ganz andere Bereiche. Es geht um die Wirtschaft und um die Industrie. Und indem ich sage, ja, jetzt jeder und jeder Einzelne soll das mal machen und ich finde das ein beeindruckendes Experiment, was Sie und Ihre Familie da gestartet haben. Aber das kann halt auch nicht jeder so in diesem Ausmaß machen. Nicht jeder kann auf alles verzichten und manche auch auf gar nichts davon. Vielleicht wollen sie vielleicht auch gar nichts. Aber ist das klar? Also entschuldige, ich habe ein Problem mit dem Begriff Verzicht. Also ich war jetzt gerade 2 Wochen in den Alpen im Urlaub mit dem Zug und mit dem Fahrrad. War das Verzicht? Also ich bin nicht nach sonst wohin geflogen, aber ich habe mich wunderbar erholt. Also wo ist das Problem? Und warum muss man Fleisch essen oder jedenfalls jeden Tag Fleisch essen? Ist es Verzicht, wenn man sich anders ernährt? Ich finde, das ist eine Debatte, also ich finde, da muss man vorsichtig sein, nicht in so eine Debatte reinzukommen. Es wird alles ganz furchtbar. Nein, das meine ich auch damit gar nicht. Aber es gibt halt Leute, denen ist das tägliche Steak meinetwegen extrem wichtig und sie fühlen sich halt unwohl, wenn sie das nicht mehr essen können. Oder sie sagen, ich habe hart für mein Auto gearbeitet, jahrelang. Das ist mein Eigentum, das ist vielleicht auch ein streitbarer Begriff, mein Statussymbol, darauf möchte ich jetzt nicht mehr verzichten. Warum soll ich das tun? Und da fällt nämlich dieser Begriff des Verzichts. Da ist die Frage mit dem Eigentum und der Freiheit eine ganz relevante. Wenn die Art und Weise, wie ich mein Eigentum benutze, also mein Geld ständig dafür verwende, dass ich durch die Welt fliege, dann schränkt das die Freiheit von anderen Menschen ein. Das ist ja das, was das Verfassungsgericht zuletzt in seinem Urteil auch gesagt hat. Es gesagt hat, wenn diese Generation, die jetzt lebt, also wir uns so verhalten, dass für unsere Kinder nicht mehr viel übrig bleibt, dann ist das nicht richtig, dann ist das nicht gerecht. Und ich finde auch, jeder hat die Verantwortung, das zumindest zu überdenken und sollte akzeptieren, dass wenn ich das nicht mache, ich womöglich damit woanders einen Schaden verursache. Mhm. Aber das ist ein Punkt noch ganz kurz bitte. Ich finde, aber das baut auch einen riesigen Druck auf die Einzelnen auf. Und das ist überhaupt nicht fair, weil man es eben vielleicht auch gar nicht kann, aus wirklich guten Gründen. Herr Bojanowski, haben Sie eine Lösung? Sie hören gerade so zu, wie die Kollegen hier streiten über Konsumverzicht. Und klar, die meisten Leute möchten gerne ein gutes Leben führen und für viele gehört Fleisch
Fisch oder eine Flugreise oder ein Auto dazu. Nicht alle fahren mit dem Fahrrad oder wandern durch die Alpen. Wie könnte es reizvoll werden, klimafreundlich zu leben? Also ich würde eine andere Perspektive aufmachen. Also ich glaube, das Klima wird entschieden, die globale Temperatur wird entschieden von den großen Emissionen in Asien, Afrika, wo in der Zukunft am meisten emittiert wird. Das heißt nicht, dass Deutschland nicht CO2 sparen sollte, sondern wir müssen den Fokus auch auf die anderen legen. Und dort sehen wir ein großes Menschheitsdilemma, ne, in dieser Region. Das heißt, der Bedarf an billiger Energie ist weiter eklatant groß. Und gleichzeitig eben dieser Bedarf, das Klima zu schützen. Und diese Zielkonflikte, die stehen weiterhin unvereinbar gegeneinander in dieser Region. China und Indien haben gerade bekannt gegeben, dass sie nicht mitmachen wollen beim Klimaschutz. Ne, haben beide gesagt, dass sie weiter CO2 emittieren wollen, weiterhin Kohle fördern wollen. Und der indische Umweltminister sagte, wenn der Westen möchte, dass sie da mitmachen beim Klimaschutz, dann soll der Westen das auch bezahlen. Das heißt, dieser Zielkonflikt, dieses Menschheitsdilemma zwischen billiger Energie, Verfügbarkeit von billiger Energie und dem Kampf gegen globale Erwärmung. Das ist nicht gelöst und das muss gelöst werden. Und das kann man, glaube ich, nur lösen, indem man Energie entwickelt, die ökonomisch so sinnvoll eingesetzt werden kann von diesen Ländern, eben so billig wird, CO2-arme Energie, die billig wird, dass sie von diesen Ländern automatisch übernommen wird. Und dann haben wir im großen skaligen Bereich, also im weltweiten Maßstab eben, tatsächlich CO2-arme Energie. Ich glaube, das ist die Bereiche, die Energie gibt es doch. Also in vielen Bereichen, gerade auch in Indien und in China, sind die Erneuerbaren inzwischen billiger als abgeschriebene fossile Kraftwerke. Warum fördern die dann Kohle? Warum nehmen sie dann Kohle? Ja, weil es eben andere Gründe gibt, als zu sagen, wir gucken auf die Kosten. Weil zum Beispiel in Indien die staatliche Eisenbahn querfinanziert wird von den Kohleunternehmen. Wenn man einfach sagt, wir machen die Kohle zu, ist die Eisenbahn pleite. Also es gibt, das ist das, was ich meine, man muss sehr genau hingucken, auch in den Verhandlungen dann in Glasgow und die internationalen, wie sind in den einzelnen Ländern die jeweiligen Bedingungen, wie sind die finanziellen Bedingungen, auch die politischen Bedingungen, ist schwierig in Ländern, in denen sozusagen es eine starke Verflechtung von zum Beispiel Staatskonzernen wie in China und Indien mit der Politik gibt, die halt zum Beispiel auf fossilen beruhen, denen zu sagen, Leute, ihr müsst euer Geschäftsmodell ändern. Also es ist ja nicht so einfach zu sagen, es ist ja inzwischen so, es gibt billige, verfügbare Energie, nur in vielen Ländern setzt sie sich nicht durch. Und da muss man dann. Aber selbst in Deutschland setzt sie sich ja nicht durch. Selbst Deutschland hat bisher Primärenergieverbrauch oder Erzeugung, sind Wind und Sonne bei gut 4%. Bei Primärenergie. Obwohl immer seit 20 Jahren gesagt wird, das wird immer billiger und das ist das neue Ding, das wird sich durchsetzen. Gut 4% Primärenergie, Wind und Sonne in Deutschland. Trotz der Förderung, trotz massivem Einsatz dafür und trotz dem Trommeln aller der Regierung und aller möglichen Leute dafür, das ist, finde ich, erschreckend. Also, dass das sich nicht quasi automatisiert hat. Sie haben den Blick in die Welt schon geweitet. Wir können das gerne noch machen mit einem User auf Facebook. Peter fragt auf Facebook, was sollen all die Maßnahmen denn bringen angesichts des Bevölkerungszuwachses von über 80 Millionen pro Jahr? Ist das nicht vergeblich, wenn man guckt auf die globale Welt? Also es gibt, glaube ich, zwei Stellvertreterdiskussionen immer. Das eine ist, die Inder und die Chinesen sollen noch tun. Das hat Herr Bojanowski gerade aufgemacht. Das ist eine, wo man sagt, wir müssen ja nichts tun, die sollen. Dabei das hat er gar nicht gesagt, sondern das da entscheidet sich das. Also, es entscheidet sich auch. Wenn wir was machen, dann ändert sich die globale Temperatur fast gar nicht. Das stimmt so nicht. Wenn in Deutschland die Energie, also die Erneuerbaren nicht erfunden worden wären, wären sie heute nicht skalierbar weltweit. Es spielt eine Rolle. Ja, genau, das sagte ich gerade. Technologische Innovation, das ist der Schlüssel. Es ist entscheidend, was wir hier tun, das ist wichtig. Und zu sagen, wir gucken nur auf China und Indien, ist nicht die Antwort. Natürlich sind das große, relevante Länder. Aber wenn man sich eben, und das, glaube ich, ist dann auch die Antwort auf die Frage, wenn man sich das pro Kopf-Verbrauch anguckt an CO2, dann sind wir hier einfach mit an der Spitze. Wir sind das Land auf Platz 7 beim CO2-Ausstoß. Wenn man es auf pro Kopf runterrechnet, ist es eben noch viel, viel größer. Deswegen, also ganz banal gesagt, in Nigeria kann man, wenn man das CO2 berechnet, mehr Kinder bekommen als in Deutschland. Weil wir als Deutsche oder Leute, die in diesem Land leben, nicht nur Deutsche, die Menschen, die hier leben, eben für einen höheren CO2-Ausstoß verantwortlich sind als die im Süden, für einen viel höheren. Aber Frau Schadwinkel, wird es ohne die USA, ohne China überhaupt gehen? China stößt mehr Treibhausgase aus als alle Industrieländer zusammen und baut noch Kohlekraftwerke. Klimaschutz geht auch gar nicht ohne China, oder? Klimaschutz ist eine globale Anstrengung, vollkommen klar. Ich glaube, das steht hier auch das ist außer Zweifel. Die Frage ist aber eben, das hatte Herr Pötter eigentlich schon direkt zu Beginn aufgemacht mit Ihrer ersten Frage von diesem Themenkomplex,
Wer darf denn wie viel noch? So, und worauf können wir uns einigen? Was ist fair? Was kann man Deutschland oder Europa zumuten? Was können andere Länder, andere Bevölkerungen aushalten? Weil das stellt sich natürlich auch die Frage des Wohlstands. So, uns geht es hier sehr gut. Wie viel, was kann man da justieren? Wollen wir weiter wachsen? Wollen wir noch mehr Wohlstand? Auf welche Kosten geht das von anderen? Und jetzt zu sagen, dass sich ein Land wie Indien oder die USA oder China oder welches Land auch immer bitte nicht mehr weiterentwickeln soll, damit wir hier weiter so leben können, wie wir leben und dann irgendwie die Berechnung aufgeht, halte ich für absolut unmoralisch. Das wird sich auch nicht durchsetzen lassen. Also wie will man denn dann global zu einem am selben Strang ziehen und irgendwie das Ziel erreichen? So wird es nicht gehen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass diese Konferenzen stattfinden und offen diskutiert wird, wer kann wie viel dazu beitragen. Ich finde die Frage ganz kurz, die Frage nach der Bevölkerung, dem sollte man nicht ausweichen, weil das ist wirklich ein Problem. Aber dahinter steht ja die Frage, wie viel Entwicklung können sich Entwicklungs- und Schwellenländer noch leisten, hin zu einem Modell, was wir jetzt seit 100 oder 150 Jahren energie- und vor allem fossilintensiv betreiben. Da muss man sagen, wenn man sich die Daten anguckt, da ist nicht mehr viel Luft im Raum. Und dann ist die Frage, wenn es denn so ist und man den Leuten in Indien und in China und vor allem in Afrika, wo es gerade erst anfängt, die Industrialisierung, wenn man denen zugesteht, dass sie auch ein menschenwürdiges Leben haben und die Investitionen und die Emissionen da, die kommen ja nicht wie bei uns aus dem Luxus, sondern die kommen vom Überleben. Die Leute bauen Infrastruktur, die bauen Straßen, die bauen Krankenhäuser, die bauen Schulen, das kann man ihnen nicht verweigern. Und die Aufgabe wird sein, sozusagen die an Bord zu holen, und deswegen sprach ich von internationalen Abrüstungsverhandlungen, also über einen internationalen Mechanismus, der sagt, es gibt Technologietransfer, es gibt die sauberen Energien, der Herr Bojanowski fordert, es gibt natürlich auch finanzielle Hilfen zum Thema Anpassung an den Klimawandel, da werden wir auch noch drüber sprechen, und es muss auch einen Rückbau in bestimmten Sachen bei den Industrieländern geben, ganz klar. Auch dazu habe ich noch eine passende Frage bei Twitter gefunden. Mounty P. fragt da, warum wird das Wirtschaftssystem basierend auf Wachstum nicht grundsätzlich viel stärker in Frage gestellt, wo doch klar ist, dass Wachstum Ressourcenverbrauch bedeutet? Frau Pinsler, haben Sie eine Antwort? Ich habe es mal in einem ganzen Buch versucht und die Antwort ist nicht ganz einfach. Oder sie ist politisch nicht einfach. Es hat tatsächlich bisher noch kein Land geschafft, das politische System, was ja auch auf Verteilung beruht, von dem Wachstum zu entkoppeln. Wenn die Wirtschaft wächst, dann sprudeln die Steuern und dann kann Politik mehr verteilen, dann können die Renten steigen, dann ist mehr zu verteilen. Eine Wirtschaft, die nicht wächst, da ist all das schwieriger. Ich glaube, worauf man sich inzwischen einigen kann, ist, dass man sagt, bestimmte Bereiche der Wirtschaft sollen weniger wachsen. Also beispielsweise die auf fossilen Energien beruhen, und andere wachsen dann vielleicht mehr. Aber ich finde die Frage völlig relevant. Ich sehe auch noch nicht, also ich kenne kein Land, was es geschafft hat, zu entkoppeln, das Wirtschaftswachstum von dem CO2-Ausstoß. Doch Bhutan. Bhutan. Okay, ich möchte noch ein anderes Thema aufmachen, das ich auch sehr spannend finde in der Diskussion. Lange haben wir ja mehr oder weniger ambitioniert versucht, Klimawandel zu vermeiden. Müssen wir uns inzwischen nicht viel stärker auch um Klimaanpassung kümmern? Also konsequenterweise uns darauf einstellen, dass sich das Klima verändert und dass das Folgen hat, Herr Bojanowski? Ganz unbedingt, das hätte längst passieren müssen, auch ohne Klimawandel. Man hat ja gesehen, Flutkatastrophe, wie schlecht Deutschland auf solche Ereignisse vorbereitet ist. Dieses Ereignis hätte auch genauso ohne Klimawandel stattfinden können, diese Fluten. Und diese Regenmengen, die sind in der deutschen Statistik, hat es die immer gegeben. Trotzdem hat der Klimawandel jetzt überall seine Finger quasi im Spiel. Also jedes Wetterereignis ist auch Klimawandel. Aber den brauchte man nicht, um diese Flutkatastrophe zu erklären. Und das bedeutet also, dass deutsche System, Abwassersystem ist überhaupt nicht auf Sturzfluten, auf Starkregen eingestellt. Es gab kein Vorwarnsystem. Also das war wie in einem Entwicklungsland. Und das müsste längst passieren. Also müsste Fridays for Future vielleicht Fridays for Abflussrohr oder Fridays for Rückhaltebecken. Sowas brauchen wir. Also eine Bewegung dafür, dass solche Extremereignisse nicht mehr solche Auswirkungen haben. Denn so rettet man Menschenleben. Nur mit CO2-Reduzierung kann man solche Katastrophen nicht verhindern. Ich glaube aber, das ist ein bisschen, ich würde Ihnen zustimmen, wir müssen uns viel mehr Gedanken über die Anpassung machen, aber die geht natürlich weiter. Anpassung heißt natürlich erstens CO2 reduzieren darf man nicht vergessen. Dann heißt es weiter, dass man
Naja, beispielsweise Wälder wieder aufforsten muss in ganz großem Maße. Denn das ist das, was CO2 aus der Atmosphäre filtert. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass CO2 wieder im Boden gebunden wird. Und das Dritte ist, dass wir tatsächlich auch darüber nachdenken müssen, was kann uns bei solchen Unwetterkatastrophen passieren. Und das bedeutet dann eben beispielsweise auch eine andere Landwirtschaft. Denn ich habe es an der A nur gelesen, ein Teil der Tatsache, wie Weinberge wohl angebaut, also gepflanzt werden, eben nicht mehr horizontal, sondern vertikal, führt dazu, dass das Wasser schneller abfließt. Das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Also die Art und Weise, wie wir mit Landschaft umgehen, führt dazu, dass wir mit Klimakatastrophen schlechter umgehen können. Wir brauchen Schwammstädte, um noch ein Beispiel zu sagen. Also man könnte ganz, ganz viel tun. Also Herr Petter, die Augenbraue, ja, ich gucke ein bisschen kritisch zu diesem Thema. Ja, ich würde mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob sozusagen die Katastrophe da auch ohne den Klimawandel stattgefunden hätte oder nicht. Aber ich finde, was es deutlich zeigt, ist, dass die ganze Planung, das ganze Denken noch nicht da angekommen ist, was der Bericht jetzt sozusagen schwarz auf weiß hinschreibt, nämlich wir leben im Klimawandel. Mhm. Also alles, was Herr Bojanowski gesagt hat, ist ja richtig. Es gab sozusagen eine extreme Wetterlage. Ob die jetzt schon mal vorher vorgekommen ist oder nicht, würde ich jetzt mal einfach dahinstehen lassen. Aber die gesamten Abläufe, die gesamte Infrastruktur, all das ist nicht ausgerichtet auf das, was wir immer Jahrhundertflut nennen. Wir kriegen Jahrhundertfluten jetzt im Abstand von Dekaden, also Jahrzehntfluten. Und auch in dem Bericht steht drin, dass Jahrhundertfluten und Jahrhundertereignisse wie Hitze zum Beispiel am Ende des 21. Jahrhunderts Jahresereignisse sein werden. Also das heißt, die Tatsache, unsere Infrastruktur, unsere Behörden, unsere Abläufe und all das sozusagen krisenfest zu machen, da sind wir weit zurück. Interessant ist da der Punkt, das finde ich bei dem Thema ganz wichtig, dass weltweit Daten eben zeigen, Opfer von Hochwasserkatastrophen und Schäden durch Hochwasser sind bezogen auf die Einwohnerzahl geringer geworden. Das heißt, das finde ich eine wichtige Message, die man auch sagen muss. Weil bei diesen apokalyptischen Berichten, alles die ganze Welt brennt ab, nach dem UNO-Klimaberichten, allen Medien, das war schlimm, fand ich, da geht immer die Botschaft verloren, dass die Menschheit nicht hilflos ist. Und ich finde diese Botschaft so gruselig, so verantwortungslos, dass immer gesagt wird, hier, große Apokalypse im Anmarsch, das ist jetzt unvermeidbar. Ne? Und wir taumeln da jetzt dem entgegen. Man kann sich vor Wetterereignissen auch schützen, nicht? Also Hitze beispielsweise auch. Man braucht Grundausstattung mit Klimaanlagen. Ne? Da muss ein unglaublicher Fokus drauf gelegt werden, weil das rettet Menschenleben. Und das finde ich ganz zentral, dass man das nicht unterschlägt. Und ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Wir sind uns einig, dass wir nicht nur Klima vermeiden, sondern uns auch auf Klimaveränderung einstellen und dass wir tatsächlich sehr auch vorbeugend, präventiv da arbeiten müssen. Frau Schadwinkel, angenommen, wir würden jetzt wirklich radikal umsteuern und es würde uns gelingen, die Emissionen von Treibhausgasen ab sofort deutlich zu reduzieren. Ab wann würden wir das merken? Ab wann gäbe es Resultate, die spürbar sind? Auch da kann ich Ihnen keine genaue Jahreszahl nennen. Also aus dem IPCC-Report... Würden wir es noch erleben? Würde ich es noch erleben? 20 Jahre. 20 Jahre sagt ungefähr der IPCC-Report. Also es wird erst mal schlimmer, bevor es besser wird. Und das könnte halt ab Mitte dieses Jahrhunderts dann der Fall sein. Also ja, wenn wir jetzt konsequent handeln, dann können wir das auch noch erleben. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte nur noch anfügen... zum Thema Anpassung und Klimaschutz. Vielleicht kurz. Das kann ganz wunderbar Hand in Hand gehen. Mhm. Nämlich, wenn wir sagen, zum Beispiel uns auf Hitze einstellen, dann müssten Städte anders gebaut werden, anders geplant werden. Und siehe da, wir sollten auch sowieso weniger Beton nutzen und weniger Zement verbrauchen, weil das ist ein Riesenfass an Emissionen, dass das Ganze ausstößt. Ein deutlich größerer Batzen als die Flugreisen zum Beispiel verursachen. Das heißt, wenn wir klug Städte planen und klimaschützender bauen, sind wir auch direkt angepasster auf die Folgen, die uns auf jeden Fall erwarten. Aber das sind natürlich Verteilungskonflikte. Okay. Also dann können bestimmte Gegenden nicht mehr zugebaut werden. Das ist dann die Debatte um das Bauland im Hamburger Norden und die Wiesen. Und wo kriegst du das Holz her? Ja, natürlich. Also eine Lösung schafft andere Probleme. Deswegen ist es ja so komplex. Genau, es ist sehr komplex, es ist sehr kompliziert. Lassen Sie uns einen Punkt machen, denn ich möchte noch eine letzte Runde mit Ihnen machen. Ich würde gerne wissen, viele Menschen sind aufgeschreckt durch das, was wir gerade erlebt haben, durch Fluten, durch Hochwasser, durch Hitzerekorde. Das Klimathema ist ein ganz großes. Wie wird dieses Thema die Bundestagswahl und den Wahlkampf, den wir jetzt in den nächsten 6 Wochen erleben, tatsächlich prägen? Wird das wahlentscheidende Thema, Frau Pinzler? Also im Moment scheint es ja schon wieder wegzuschwappen. Ne? Also man hat das Gefühl, nicht mal die Grünen können damit wirklich punkten. Bei den anderen Parteien heißt es immer nur, wir müssen anpacken, aber wir haben ja keine wirkliche Diskussion darüber, was denn alles passieren muss. Dabei, also dieser, der Mann im Mond ist so vielleicht so ein bisschen abgegriffen als Projekt, aber das
könnte doch was sein, wo so ein Land wie Deutschland, was bei der Technologie so führend ist und was so darauf angewiesen ist, dass wir neue Technologien exportieren, das Vorzeigeprojekt werden. Solardächer überall, Gebäudedämmung, klingt jetzt nicht besonders aufregend, aber da können Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich verstehe immer nicht, warum das so wenig Begeisterung wecken kann, dass wir das hinkriegen. Wirklich noch eine kurze, schnelle Runde, damit alle drei noch Gelegenheit haben. Herr Pötter, wird das Klimathema die Wahl entscheiden? Ich glaube nicht. Wobei ich glaube, dass die Grünen relativ ihr Potenzial ausgereizt haben. Und die haben sozusagen, glaube ich, da das deutlichste Plus bei den Wählern, wenn es darum geht. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass auch die anderen Parteien einfach durch das, was wir da draußen sehen, durch das neue Klimaschutzgesetz und auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu gezwungen werden, in diese Richtung zu gehen. Und dass auch die nächste Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, zu diesem Thema reagieren muss. Mhm. Frau Schadwick, ganz kurz bitte. Das Klimathema, das Thema dieser Wahl, ja oder nein? Nicht das Thema dieser Wahl, aber ich kann mich da nur anschließen. Es wird keiner drumherum kommen. Es muss sich in jeder Partei finden und jeder ist in der Verantwortung und wird was tun müssen. Mhm. Sonst werden die Vorwürfe lauter. Die nächste Bundesregierung, glauben viele, wird historische Entscheidungen gerade zum Klimathema fällen müssen. Wird das tatsächlich wahlentscheidend? Ich weiß es nicht. Ich eigne mich nicht als Wahlprognostiker. Ich kann es leider nicht sagen. Tut mir leid. Weiß ich nicht. Okay, das werden wir sehen. Das werden wir in den nächsten 6 Wochen erleben. Und darüber werden wir sicher hier auch im Presseclub noch mal sprechen. Das war der Presseclub. Ich danke Ihnen allen sehr für diese Runde. Weiter geht's hier im Ersten mit dem Europamagazin. Und da bleiben wir beim Thema mit einer Reportage aus Griechenland. Euböa, Raub der Flammen. Und auf Phoenix und WDR 5 machen wir hier weiter. Da folgt jetzt der Presseclub nachgefragt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. So, und ich begrüße Sie. Wir sind zurück. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt hier im Radio auf WDR 5 und bei Phoenix. Meine Runde diskutiert schon munter weiter. Und jetzt sind Sie auch mit dabei. Jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und der erste Anrufer ist Holger Stein aus Möser. Herr Stein, wo ist denn Möser? Möser liegt in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Magdeburg. Ah ja, wunderbar, dann wissen wir das auch. Dann freue ich mich über Ihren Anruf aus dem Osten und auf Ihre Frage, bitte. Ja, eine Bemerkung. Ich verfolge eigentlich sehr oft den Presseclub und bewege mich auf dieses Thema, was Sie heute diskutieren, Klima etc. und Klimarat. Ich hatte Ihrer dort im Vorgespräch schon gesagt, mich bewegt eigentlich die Sache. Wir reden hier von einem globalen Problem, Klimaentwicklung. Wir haben eine globale Wirtschaft, aber wir handeln mit dem Klima nicht global. Da kommt diese Staaterei wieder, Kleinstaaterei zu. Jeder will für sich die Welt retten. Vorhin wurde erwähnt, China, Amerika, alle müssen irgendwas unternehmen. Wenn wir aber in China produzieren lassen, für unseren Wohlstand, können wir dies nicht beeinflussen. Mhm. Hier in Deutschland zur Not könnten wir durch Produktion beeinflussen, könnten sagen, okay, wo sind wir CO2-neutral? Noch einen kurzen Gedanken. Ich habe vor mir so einen Artikel so liegen, wo ich vor Jahren dachte, wir sind auf dem richtigen Weg. Überschrift lautet, Post stellt die Produktion von E-Scootern ein. Der Elektrotransporter hat 100 Millionen Euro Verlust eingefahren. Wo ich dachte, die kurzen Transportwege durch Dienstleister, da bringen wir eine Elektromobilität hin, eingestellt, Verluste etc. Die meisten Postautos, die man heute sieht auf unseren Straßen, sind alles diese VW-Transporter, die alle diese verbrauchen. Mhm. Okay. Das waren jetzt meine Gedanken dazu, wo ich sage, vielen Dank. Ich danke, wir werden es nicht schaffen irgendwo. Ganz ehrlich, wie Ihre Damen und Herren schon gesagt haben, wir schaffen das Klimaziel nicht, wir werden alle drüber wegliegen. Ja, ich bin alt genug. Herr Stein, hoffen wir, dass es anders kommt. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, ich danke Ihnen für dieses Statement. Möchte jemand, das ist keine Frage, aber möchte jemand unmittelbar darauf reagieren? Vielleicht ein bisschen optimistisch. Ja, vielleicht eine schnelle optimistische Antwort. Ich glaube schon, dass wir ganz viel tun können. Ich hoffe auch nicht, dass Sie die Sendung so verstanden haben, dass alles den Bach runtergeht und wir fatalistisch dem Untergang entgegengehen. Ist überhaupt nicht der Fall. Die EU-Kommission beispielsweise überlegt, ob man sowas wie, zum Stichwort China, sowas wie CO2-Zölle einführt. Das heißt, die Länder, die produzieren mit viel CO2-Ausstoß, müssten dann einen Zoll zahlen. Das ist alles noch in der frühen Phase, aber nur ein Beispiel von vielen, wo wir durchaus global auch was tun können. Mhm. Ja, und gerade eine globale Wirtschaft ist eben auch global abhängig. Natürlich haben wir eher einen Einfluss auf China, wenn wir global mit ihnen zusammenhängen, als wenn wir abgekoppelt werden. Okay, wollen wir direkt den nächsten Anrufer mit dazu nehmen? Adrian Glaubitz aus Berlin ist da. Herr Glaubitz, Ihre Frage bitte.
Und zwar meine Frage ist, wir haben ja in Deutschland noch 6 Kernkraftwerke. Würden wir die weiterlaufen lassen und die gleiche Kapazität an Kohlekraftwerken, also 8,5 Gigawatt, abschalten, dann würde das im Jahr 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das sind 10% der deutschen Gesamtemissionen. Zum Vergleich, ein Tempolimit 130 würde 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wir haben diese Kraftwerke, wir könnten sie weiterlaufen lassen. Und in den USA gibt es bereits Kernkraftwerke, die Laufzeitverlängerung um 80 Jahre erhalten haben. Und das Gleiche wird auch übrigens vom IPCC und der NASA empfohlen. Ja. Danke. Ihre Frage dazu? Ihre Frage, warum wir das so tun? Nein, warum wir das nicht machen? Also es ist doch die offensichtlichste Lösung. Das spart 10% der deutschen Gesamtemission ein. Und wir reden hier über Peanuts wie so ein Tempolimit. Also das bringt nicht. Ne? Vielen Dank, Herr Glaubitz, für Ihre Frage. Frau Schadwinkel nickt. Ich lasse Sie gerne antworten. Ja, ich nicke, weil es tatsächlich einige Forschende gibt in Deutschland, die auch diese Position vertreten und sagen, wir sollten das Ganze überdenken. Wir sollten lieber rasch raus aus der Kohle und schnell rein in die Erneuerbaren und langsam raus aus der Atomkraft. Eben aus genau dem Grund, dass es sich halt, was die Treibhausgasemissionen angeht, extrem rechnen würde. Nun geht es ja aber eben nicht nur um Treibhausgasemissionen. Wir haben weiterhin das Problem der Sicherheit, des Atommülls. Wo wollen wir ihn lagern? Wie können wir ihn verarbeiten? Wie gehen wir damit um? Das ist ungelöst und dann muss man sich halt eben die Frage stellen. Und deswegen, das ist Teil der Debatte, ich gebe hier auch keine Antwort. Ist das ein Risiko, was wir dafür dann tragen wollen? Also was ist das kleinere Übel vielleicht? Ja, okay, vielen Dank. Bärbel Bayer aus Husum ist die nächste Anruferin. Frau Bayer, ich grüße Sie. Was ist Ihre Frage, bitte? Ja, ein herzliches Moin aus Husum. Ich habe eigentlich eine Anmerkung zu machen. Was mir bei der Diskussion zu kurz kommt, ist einfach die Tatsache, die Erde an sich als Planet kommt wunderbar mit dem Klimawandel zurecht. Der Erde als Planet ist es egal, wie der Jetstream läuft oder wie der Golfstrom läuft oder so. Die Menschen haben doch das Problem, mit diesen Phänomenen zurechtzukommen. Das heißt, es geht um Menschenleben letztendlich. Und da müssen wir uns doch mal ehrlich machen, wie viel Menschenleben sind wir bereit zu riskieren, ob sie sterben oder krank werden, durch die Hitze, durch Überflutung und so weiter und so fort. Das, wir reden über, wie unser Wohlstand sein soll, ob der weniger sein soll, ob wir weniger Fleisch essen sollen. Aber am Ende des Tages geht es um Menschenleben. Das ist meine Meinung dazu. Vielen Dank, Frau Bayer, für vor allen Dingen ja dieses Statement, für Ihre Meinung. Gar keine wirkliche Frage. Es ist ja nur eine rhetorische Frage, wie viele Menschenleben wir opfern wollen. Herr Bojanowski, möchten Sie trotzdem darauf reagieren? Ich finde, das ist ein nicht der richtige Ansatz, ehrlich gesagt. Also wir sollten nicht sozusagen ein Maß finden dafür, wie viele Menschen wir opfern wollen. Ich glaube, das sollten wir von vornherein verhindern. Deswegen müssen wir auch an Anpassungsmaßnahmen eben auch denken, weil die tatsächlich dann bei Katastrophen tatsächlich dazu führen können, dass Opfer vermieden werden. Also muss beides machen, CO2 einsparen, Anpassung. Ich kann es nur so allgemein beantworten. Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, ich kann den Blickwinkel, ich sympathisiere sehr damit, denn ich glaube, Sie haben schon recht. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine Umwelt retten müssen. Blödsinn. Es geht darum, um unsere Sicherheit, es geht um unsere Freiheit, es geht am Ende auch um die Frage, können wir weiter in der Demokratie leben? Denn das sind die Lebensgrundlagen, unsere Lebensgrundlagen, um die es geht. Insofern, glaube ich, ist die Haltung, die kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ich möchte aber ergänzen um die Verantwortung. Also wenn wir klar sagen, der Klimawandel ist menschengemacht, dann sorgen wir dafür, dass sich die Umwelt verändert, in dem Maß, wie sie sich verändert. Und klar hat das Auswirkungen auf unser Leben. Deshalb ist es wichtig zu überlegen, wie wollen wir als Menschheit weiter existieren. Aber schon auch, wenn wir wissentlich da Zerstörung schaffen, wollen wir das aushalten oder ist das etwas, was wir nicht doch irgendwie ein bisschen besser machen können? Lassen wir noch in dieser Nachgefragt-Sendung einen Zuschauer zu Wort kommen. Mindestens einen, am liebsten noch mehr. Armin Power aus Burtscheid ist dran. Herr Power, Ihre Frage bitte. Ja, schönen guten Tag, Frau Scholz. Das heutige Thema Klimaziele, großer Wurf oder große Illusion halte ich für sehr wichtig. Und für freiheitsliebende Menschen ist meine Frage aber genauso wichtig. Und auch Ministerpräsidenten Armin Laschet sollte jeder Bürger in NRW wichtig sein. Er hat großen Einfluss und kann Dinge bewegen und anstoßen. Und nun zu meiner Frage, Herr Laschet, warum nutzen Sie nicht Ihren großen Einfluss für eine sofortige Haftentlassung des unschuldigen Georg Thiel aus der JVA Münster, den der WDR seit 25. Februar gefangen hält? Herr Thiel nutzt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und möchte deshalb dafür auch nichts zahlen. Hashtag Free Georg Thiel.
Herr Power, danke Ihnen für diese Frage, aber das ist nicht unser Thema. Dann machen Sie es zu Ihrem. Okay, gut, danke Ihnen für Ihre Frage an dieser Stelle und wir kommen zu unserem Thema zurück. Zum Beispiel mit Ralf Bayer aus Marth-Indersdorf. Habe ich das richtig gesagt, Herr Bayer? Ist das der Ort, aus dem Sie kommen? Ja, so ist es. Was ist Ihre Frage, bitte? Ich stelle mir immer die Frage, warum schaffen wir es nicht, dass dezentral die Energieversorgung organisiert wird. Weil mir kommt es immer so vor, als wird das alles von Energielobbyisten gesteuert. Weil wenn ich jetzt auf dem Land lebe, wäre es ohne Probleme möglich, die Häuser dezentral zu organisieren bzw. mit Energie zu versorgen. Mhm. An die Runde einfach. An die Runde. Vielen Dank, Herr Bayer. Wer möchte? Herr Pötter. Also erstmal muss man sagen, es gibt ja einen ordentlichen Teil dezentraler Energieversorgung, gerade bei den Erneuerbaren. Also etwa die Hälfte der erneuerbaren Anlagen sind dezentral in Genossenschaften oder bei Privatleuten. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, die Beobachtung. Und das kommt einfach daher, dass wir aus einem System kommen, mit in den letzten 50, 80 Jahren in Deutschland mit zentralen Versorgungsanlagen über große Kohle- oder auch Kernkraftwerke, wo es einfach massiv Kapital brauchte, um diese Kraftwerke und die Leitungen und all das hinzustellen. Und das war einfach organisiert, auch früher ja durchaus von staatlichen Organisatoren oder von staatlichen Gesellschaften. Und sozusagen das ist einfach geblieben. Und wenn du einmal so ein Monopol oder Oligopol oder so eine Richtung sowas einrichtest, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, davon wegzukommen. Mhm. Das heißt, man arbeitet daran, aber natürlich sind wir da längst noch nicht da. Mhm. Vielen Dank. Matthias Wagner ist der nächste Anrufer. Herr Wagner in Lutherstadt-Eisleben. Herr Wagner, was ist Ihre Frage, Ihre Meinung zu unserem Thema heute? Ja, schönen guten Tag und Herr Wagner. Ja, ich bedanke mich erstmal für das, dass ich durchkomme. Ich hatte vorher schon die Frage gestellt und da hatte ich glaube, im Hintergrund mitgekriegt, da wurde das Thema kurz angerissen. Und zwar ging es mir um die Menschheit an sich, die Bevölkerungszahl, die auf der Erde existiert. Und es ist aber nicht alleine bloß die Ernährungsweise der Menschen und, sondern letztendlich ist es ja auch der Flächenverbrauch. Nicht alleine nur wegen der Nahrungsmittel, die angebaut werden müssen oder wie auch immer, da geht ja auch viel Entwicklung in der Richtung voran. Aber grundsätzlich, ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir an China sehen, diese Einschränkung der Population, hört sich blöd an. Die gehen ja zurück jetzt zu der Dreikind-Gesellschaft. Bloß ich finde es da absolut arrogant, gerade jetzt von dem Westen her, wenn ich das mal so plakativ bezeichne, weil da will ja der Mensch am liebsten ewig alt werden. Mhm. Ja. Okay, ja, ich glaube, es ist schon angekommen, worum es Ihnen geht, Herr Wagner. Das natürliche Alter irgendwo, das wird ja vom Westen halt gezielt, durch forschungsbedingt versucht zu, nach dem Motto höher, schneller, weiter. Ja, dahingehend vermisse ich eigentlich das Thema oder den Inhalt in so einer Debatte. Okay, vielen Dank. Wer möchte zu dem Thema auf diese Frage reagieren? Frau Pinzler? Ja, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Es ist wichtig, wie viel Ressourcen wir auf einem begrenzten Planeten verbrauchen, jeder Mensch. Das ist schon relevant, denn wir haben eine begrenzte Erde. Das ist nun mal eine Kugel, die kann man nicht endlos verbrauchen. Und in den letzten 100, 200, 300 Jahren ist es eben so gewesen, dass, wenn wir den CO2-Ausstoß uns angucken, seit der Industrialisierung, der Westen viel mehr CO2 ausgestoßen hat. Also wir verbrauchen mehr von der Welt als Menschen in armen Ländern. Deswegen bin ich auch sehr zurückhaltend zu sagen, naja, die Menschen im Tschad dürfen nur weniger Kinder haben, dann löst sich das Problem schon. Das löst sich so nicht. Das Problem vieler Menschen in armen Ländern, was das Bevölkerungswachstum angeht, löst sich in dem Augenblick, in dem es eine soziale Sicherung gibt, in dem es den Ländern besser geht. Alle Studien, die ich kenne, sagen, dass dann Menschen, vor allem Frauen, wenn sie besser gebildet sind, weniger Kinder bekommen. Also allein zu sagen, wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst, dann haben wir das Umwelt- und Klimaproblem gelöst. So einfach ist es eben leider nicht. Vielen Dank. Und noch eine Anruferin, Brigitte Dinkel, begrüße ich in Christel. Hallo, Frau Dinkel. Ihre Frage, Ihre Position zum Thema, bitte. Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe das Problem, dass immer jede einzelne Maßnahme darauf durchleuchtet wird, ob sie jetzt tatsächlich den entscheidenden Unterschied macht. Ich
bin der Meinung, dass jede Maßnahme, die auch egal wie wenig was bringt, in der Summe dazu beiträgt, dass es hilfreich ist. Mhm. Gilt auch für Verbraucher. Nicht jeder muss sofort Veganer werden, aber jeder kann ein bisschen an sich arbeiten, um was zu reduzieren, und die Summe bringt auch was bei. Die Frage in die Richtung Politik, ich weiß jetzt gar nicht, an wen ich es adressieren soll, warum wird hier immer entschieden, bringt sowieso nichts oder bringt zu wenig, und dann lassen wir es halt. Mhm. Okay. Ich bin der Meinung, sobald es irgendwas bringt, müsste es umgesetzt werden. Ja, Frau Pinzler ist angekommen, Ihr Punkt. Und Herr Pütter hebt auch schon vorsichtig die Hand. Ja, ich finde, wir hatten diese Frage ja vorhin schon ein bisschen um die Frage persönlicher Lebensstil. Und ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich finde, einerseits ist es richtig, es ist gut zu wissen, was man machen kann. Und dass man was machen kann, das ist auch gut für Leute. Aber man muss vorsichtig sein, eine politische und ökonomische Frage wie die Bekämpfung des Klimawandels oder ein Umsteuern insgesamt im System nicht zu privatisieren. Und das ist nämlich die Gefahr dabei, dass man dann sagt, irgendwie esst kein Fleisch und fliegt nicht mehr und alles ist gut. Dann ist nicht, also das ist ein Anfang, aber es bringt nicht so viel, sondern man muss tatsächlich, das sind kollektive Probleme, die man politisch entscheiden und durchsetzen muss. Und ich finde das sehr gut, wenn Leute ihr persönliches Verhalten darauf ausrichten. Auch deswegen, nicht nur, weil das was bringt, sondern auch, weil es ein Bewusstsein schafft. Mhm. Also wer dafür ein Bewusstsein hat, der ist dann für politische Entscheidungen offener. Also ich finde es völlig richtig, aber man darf nicht dabei stehen bleiben und den Leuten nur sagen, ihr dürft einfach nicht mehr dies und das tun, dann wird alles gut. Mhm. Genau, aber man sollte, was Sie gesagt haben, sich bewusst machen, dass ich etwas tun kann. Man ist eben nicht ausgeliefert, okay, sondern wir können etwas machen und dann aber brauchen auch die Rahmenbedingungen. Und auch da ist es dementsprechend deswegen wichtig. Deswegen noch der Bundestagswahlkampf. Genau, dass man entsprechend wählen kann. Allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das wird nicht leicht. Shady's Dondis fragt auf YouTube, das sind doch alles nur Hochrechnungen. Wer kann sich sicher sein, dass das alles so eintritt, Herr Bojanowski? Sicher kann sich niemand sein. Das sagt ja auch der UNO-Klimarat. Es werden ja auch keine Sicherheiten vorgegeben. Es werden Wahrscheinlichkeiten, Szenarien errechnet, Risiken errechnet und Unsicherheiten berechnet. Und die Unsicherheiten alleine sind ja auch Risiken. Ja? Also wenn man nicht genau weiß, was man da angestoßen hat für ein Experiment, sollte man vielleicht es lieber nicht machen. Also man weiß es nicht genau, aber es reicht, um zu wissen, dass Klimaschutz wichtig wäre. Mhm. Vielen Dank. Es steht kein Zweifel daran, dass es wärmer wird und extremer. Genau. Genau. Das war jetzt fast schon ein positives, ein optimistisches, ein hoffnunggebendes Schlusswort. Ich danke Ihnen allen dafür und ich danke für diese Runde. Das war der Presseclub nachgefragt auf WDR 5 und bei Phoenix. Ihnen allen einen schönen Sonntag aus Köln. Machen Sie es gut. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Forum Demokratie. Ein Sommer der Sport- und Großereignisse liegt hinter uns allen. Auf eine aus deutscher Sicht enttäuschende Fußball.